Willkommen zurück und ich habe mir mal die Changelog, die Änderung angeguckt. Interessanter ist aber, dass wir viele Aktionen wohl in den Optionen-Menü, in Options-Menü jetzt definieren können, also Hotkeys festlegen können. Das gucken wir uns gleich mal an. Und ganz interessant ist, wenn man Steuerung irgendwo hinklickt, kann man mit nur dieser Waffe Autofire machen, auch wenn Autofire an sich deaktiviert ist. Das heißt, ich kann jetzt sagen, okay, hier Burstlaser ist zum Beispiel Autofire, aber mein Pike Beam eben nicht. Und was haben wir hier? Das ein Mantis-Schiff. Und anscheinend sind da irgendwie Rock-Leute drin. Ja, okay. Und wir können sie jetzt angreifen oder wir können jetzt Kontakt aufnehmen. Na? Okay. Ja, irgendwie ist da so ein Mantis drin und der mag uns nicht. Und sie haben ihr Schiff mit Rock-Zeichen bemalt. Und greifen uns an. Fantastisch. Und sie bohren uns sich gleich zu uns. Ich greife jetzt, würde ich sagen, ihr Waffensystem direkt an. So. Die nächste Crew kommt... Ah, sie sind bei mir da drüben. Da werde ich jetzt mal kurz kämpfen. So, wunderbar. Und werde mein Burst... Ich probiere das gleich mal aus. Ich mache mal Autofire aus. Nehme meinen Burst und klicke jetzt mit Steuerung auf... ihr Schildsystem oder ihre MedBay von mir aus. Genau, und jetzt ist das Autofire, obwohl Autofire an sich aus ist. Das ist doch sehr, sehr schön. Das gefällt mir doch ganz gut. Und ich nehme meine Defense-Drohne aktiv, muss aber da hier zwei Balken mal runternehmen. So. Und ich sollte vielleicht mal hier auch ein bisschen... andere Leute mitkämpfen lassen, damit das hier... Wer stirbt? Oh nein! Nein! Da ist gerade mein Mantis unter Beschuss. Den muss ich gerade mal kurz zurücknehmen. Zurück mit euch in die Medbay. Okay, Medbay ist bei denen auf jeden Fall ausgeschaltet. Das ist schon mal sehr gut. Und bei mir ist leider die Medbay auch ausgeschaltet. Jetzt schalte ich mal an und dann gibt es eine kleine Heilaktion. So, die auch. Der wieder in den Schildraum. Gut, ich bin sehr, sehr froh, dass ich meine... meine Defense-Drohne habe. Das bringt mir auf jeden Fall schon echt viel. So. Ihr beamt euch jetzt wieder rüber in den Waffenraum. So. Wunderbar. Die anderen können sich ja nicht mehr heilen. Dann können die beiden Mantisse hier sich mal heilen. Die Manten. Und... Was ist los? Oh, mein Teleporter ist kaputt. Das ist natürlich äußerst unangenehm. Da schicke ich meine Leute jetzt mal rein. Hoffe, die können das irgendwie reparieren. Ich mache jedenfalls, während die, die sich da oben heilen, ihre Dingens kaputt, ihre Waffensysteme. Und das ist ja auch nicht schlecht. Ich muss nur aufpassen, dass mein Laser hier nicht dauernd also zu viel schießt. Aber solange ich ihre Waffensysteme erstmal deaktivieren kann, ist das ja alles kein Problem. So, okay. Und jetzt nehme ich mir den Mantis vor und dann soll das auch gegessen sein. Okay, wunderbar. So muss das sein. Jetzt kann man die sogar schon zurückholen. Falscher Raum. So, und dann gibt es eine kleine Heilaktion. So, wunderbar. Das ist doch alles nochmal ganz gut gelaufen, obwohl ich viel verliere. Dafür, dass es so gut läuft, verliere ich doch immer ziemlich viel Leben. So, deswegen haue ich jetzt hier mal noch ein paar Energiebalken rein in meine Stromversorgung. Ich muss echt dafür sorgen, dass hier nicht so viele Raketen landen oder auch Laser und so. Okay, mal alle Türen zumachen. Genau. So, ich brauche noch 3 Sprünge. Das sollte auf jeden Fall reichen, um die anderen zu erreichen. Oh, ein böses Asteroidenfeld. Was greife ich hier zuerst an? Ich würde sagen, hier im Waffenraum. Genau. Der Waffenraum. Denn, oh, warum ist denn hier nicht mehr Energie drin? Warum kann ich nicht mehr Energie hochfahren? Mann, das ist nicht gut. Und... das dauert echt ewig, bis ich hier mal... Das kann doch nicht sein. So, jetzt andere Leute rüber. Sehr gut, okay. Jetzt sollten die Rocks ein kleines Problem haben, hoffe ich zumindest. Und mein
Burst Laser kann hier schon mal auf ihre Medbay feuern. So, viel Spaß mit eurer Medbay jetzt. Die wird euch nicht mehr viel bringen. Und ich schicke jetzt schon mal zwei Mantisse rüber. Oh nein, die haben die Medbay repariert. Dann nochmal ein Burst Laser drauf. So. Die Mantisse. Jawohl, genau, sehr gut, sehr gut. So muss es laufen. Diesmal habe ich, glaube ich, keinen Schaden genommen. Das ist schon besser so. Okay, und damit haben wir das Schiff. Wunderbar. Und ah, diese Türen, die immer wieder zugehen, echt nervig. Aber ich habe die jetzt auch. Genau, kann ja also ganz beruhigt sein. Und mach schon mal meinen Teleporter bereit. Nicht breit, sondern bereit. Okay, rüber mit euch. Sehr gut. So gefällt mir das. Ja, und die Ausweichchance sollte ich definitiv noch weiter nach oben treiben. Die wird mir im Endkampf sicherlich sehr, sehr nützen. Oder ich könnte auch vier Schildbalken nehmen, aber ich weiß nicht. Ja. Mal sehen. Erstmal fliege ich hier nach unten und gucke mir an, was es da so gibt. Mit ein bisschen Glück komme ich an den Store. Das wäre auf jeden Fall mal wieder... Oh, drei Rocks. Das ist echt eine Menge. Ich würde sagen, die versuche ich mal auszuräuchern. Genau, dann schicke ich lieber mal mein Typi hier weg. Schicke in ihren, auf ihr System auch mal meine Manten. So, und jetzt mache ich hier mal ein paar Türen auf. Und dann sollen sie mal gucken, wie sie damit klarkommen. Und sie haben keine, sie haben keine Raketenwerfer, deswegen werde ich einfach mal, ja, da brauche ich eigentlich auch keine Defense-Drohnen. So, jetzt versuchen sie hier rauszukommen. Jetzt, wo der Sauerstoff eng wird, aber, boah, das ist echt nicht so einfach hier. Tschüng, tschüng, ich mache mal alle Türen auf. Aber, so. Ah, ihre Medbay ist jetzt auf jeden Fall schon unten, das ist schon mal sehr gut. Und ich würde jetzt sagen, die nächsten Schüsse packe ich auf ihren... Oh nein, mein Mantis. So, mach die mal dort fertig. Ah, das ist... Ah, meine Manten, denen geht's nicht so gut. Meinem Schiff geht's irgendwie auch nicht gut, merke ich gerade. Okay. Was mache ich, was mache ich? Erstmal muss ich meine Leute hier zurückholen. Boah, die Medbase ist unten. Das ist nicht so gut. Das heißt für mich, Burst Laser auf ihre Medbay. Meine Manteln müssen kurz mal rüber, aber dürfen nicht kämpfen. Und werden hier empfangen von den netten Herren. Boah, das wird jetzt echt ein bisschen unangenehm. So, dann gibt es hier einen kleinen Kampf. Türen mal alle wieder zu, außer die hier hinten natürlich. So. Und, genau, ja, ich werde das jetzt auf die alte, gute Weise machen, würde ich sagen. Und zwar, indem ich einfach mal warte. Oder ich könnte einen kleinen, ich könnte die wieder boarden. Genau, das werde ich auch machen. Und zwar beame ich mich direkt in die Medbay. Nee, das ist vielleicht doch nicht so gut. Nein, ich beame mich in ihren Waffenraum. Genau, Waffenraum. So, und mein Laser geht auf ihre Medbay. So, machen wir das, genau. Eieieiei, hier gibt es ein kleines Sauerstoffproblem. Und die schießen echt oft. Eieieiei, nein, nein, nicht so oft treffen, bitte. Aber meine Mantisse sind ja da, um ihre Waffensysteme auszuschalten. Jetzt haben die schon wieder ihre Medbay repariert. Das kann ja wohl nicht sein. Okay, jetzt mach doch mal diese. Ey, das kann doch nicht so lange dauern, dieses Waffensystem außer Kraft zu setzen. Meine Güte. Die, ich beam meine Leute mal zurück und schieße mit meinem Laser in ihr Waffenraum, das jetzt auch endlich mal komplett deaktiviert ist. Und das mache ich jetzt nochmal mit Autofire. So. Und jetzt muss ich hier mal ein bisschen was starten, damit diese Medbay wieder aktiv wird. Und alle Türen mal zu hier. Boah, das wird echt ein bisschen unangenehm gerade. Bitte nicht sterben, sehr gut. Ist dann auf jeden Fall geheilt. Boah, das ist jetzt hier wirklich, wirklich. Ach, endlich. Ach nee, wir kriegen ein Angebot. Das Angebot nehme ich aber nicht an. Obwohl, doch, ich nehme es an. Genau, weil wir kriegen eh nicht viel mehr raus. Da wir sie ja nicht gebordet haben. So. Das lief auf jeden Fall nicht sonderlich gut, muss ich sagen.
zu meiner eigenen Schande, muss ich das gestehen. Und werde sehr, sehr hoffen. Ach, Mann, das. Es läuft eigentlich zu gut, dass es so enden darf. Na, muss ich wirklich sagen. Wir haben gut ausgebildete Leute, wir haben 4 Manten und irgendwie habe ich ein Problem mit dem Late-Game. Wir werden zu oft getroffen. Genau, vielleicht ist die Ausweichchance einfach mal ultra, ultra wichtig, wenn man hier diesen Mantis-Cruiser spielt. So, schnell heilen. Genau. Und ihr beiden könnt dann auch geheilt werden, ja. Ich guck schon mal. Nein, leider keinen Shop da, deswegen springe ich jetzt mal. Genau, ich werde dann hier runterspringen und in der Hoffnung, dass dort unten ein Shop ist. Ach. Oder? Ja, genau. Aber das wäre schon sehr, sehr glücklich. Ich werde auf jeden Fall das Crap sparen. Genau. Nicht, dass ich jetzt irgendwas ausgebe und dann merke ich, hups, da ist ja ein Shop und ich kann mich nicht reparieren. Das wäre am blödesten. So, alle sind geheilt soweit. Und ich springe mal dorthin. Und es gibt eigentlich jetzt nur einen Punkt, wo ein Shop sein könnte. Mit ein bisschen Glück ist es auch. Ja. Ist es aber nicht. Na gut. Ich springe jetzt zum Exit. Ich könnte diesen einen Punkt noch mitnehmen, aber die Chance, dass ich da kaputt gehe, ist einfach mal viel zu hoch. Hier ist leider... Nee, das mache ich nicht. Ich brauche meine Raketen. Schade, dass diese Station... Wir nehmen die Rebellensektor... Dass die nicht eine Station war, die mich reparieren hätte können. Hm, toll. Hoffentlich ist hier ein Store. Oh, shit, kein Store. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, nicht gut. Ich muss jetzt hier hinspringen und... Oh Mann, ey, das wäre so schade, wenn ich jetzt... Aha, ein Asteroidenfeld, na toll. Oh nein, auch noch gegen so eine doofe Drohne. Okay, die hat immerhin... Ja, keine Ahnung. Was soll ich machen? Ich nehme mal eine Defense-Drohne aktiv. Genau. Und zwar, weil ich einfach geschützt sein will vor den Asteroiden. Werde auf jeden Fall hier mal... Keine Ahnung, was soll ich machen. Ich werde mal meinen Burst Laser aktiv nehmen. Oder nein, ich nehme vielleicht meine Small Bomb. Ich muss auf jeden Fall ich muss auf jeden Fall erstmal als wichtigstes ihre... Wow. Der hat mir Tatsache noch einen abgeschossen. Ich hoffe, ich kriege es hin, ihre Waffensysteme zu deaktivieren. Ah, toll, es war nur der Beam. Okay, einfach noch einen drauf. Raketen habe ich erstmal genug. Das ist nicht das Problem. Oh, jetzt ist das weggegangen, Mann. Aber bald werde ich auf jeden Fall ihre Bombe... Oh, okay, wir können rausspringen und das mache ich auch. Da ist ein Store, oh Gott sei Dank. Das ist wirklich hier... Spannung vor, alles reparieren, 100, boah, so. Und jetzt endlich kann ich mich auch mal darum kümmern. Ich kaufe mir erstmal hier noch 2 Dinge. Was ich hier gefunden habe, ich habe ja vorhin einen Iron Blast gefunden. Und wahrscheinlich ist der für uns viel praktischer als hier der Pike Beam oder so, weil den habe ich bisher noch nie eingesetzt. Also, ne? Genau, ich würde sagen, ich muss hier mal ein bisschen was umstrukturieren. Der Iron Blast... Den werde ich auf jeden Fall einsetzen. Der hält schön die Schilde unten. 8 Sekunden. Ja, der ist leider nicht so mega toll, aber naja, besser als nichts. Und ich habe überhaupt kein Dingens im Scrap. Ich würde gerne den... Ich muss mal gucken, ob sich das lohnt. Ich könnte natürlich den Pike Beam verkaufen für 30, aber ich glaube, das lohnt sich nicht. Oh, da gibt es einen Heavy Iron für 45. Das ist natürlich sexy. Macht Ionen Damage 2. Naja gut, ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal hier ein bisschen scouten und mich wohlfühlen erstmal. Ja, genau. Tritt für 2 Raketen. Ja, ich denke, das mache ich. Ich habe viele Raketen, aber wenig Fuel. Das ist, denke ich, ein ganz guter Deal soweit. Und dann springen wir hier mal weiter runter. Puh, also ich bin jetzt sehr, sehr froh, dass wir diesen Shop gefunden haben. Und ich sollte wirklich aufpassen, mich nicht so dämlich anzustellen. Nein, wir hauen ab von diesem Ding. Die machen mir wirklich Angst. Und ich mache jetzt hier mal so eine kleine S-Kurve. Vielleicht... Oh nein, ein Plasmasturm. Ja, wir hauen ab. Genau, unsere Engines sind anscheinend gut genug, dass wir abhauen können. Das ist doch wunderbar. Mit ein bisschen Glück kommen wir jetzt zu einem Schiff, was uns 45 Scrap gibt. Meine Güte, das kann doch nicht sein. Diese...
Okay, Iron Blast auf ihre Schilde und Burst Laser auf ihre... ach nee, ich habe nicht genug Energie. Okay, dann eben Small Bomb auf ihre Waffensysteme. So. Defense Drone bringt mir leider nichts. Ich könnte meine Anti-Ship Drohne einsetzen. Ja, warum nicht? Alles, Hauptsache ich kriege dieses Ding schnell kaputt. So. Super. Boah, die schießen echt mit vielen Lasern. Ich sollte definitiv so schnell abhauen, wie es hier geht. Und meinen Small Bomb auf ihr Schild-System legen. Denn wenn das weg ist, können meine Anti-Ship-Drohne schön schießen. Ey, mein Iron Blaster trifft überhaupt nicht. Das Schild ist auch irgendwie nicht so richtig weg. Ich kriege ja die Krise. Also wirklich so, jetzt endlich hat er mal getroffen. Small Bomb. Es kann nicht sein, dass diese kleinen Pupsi-Schiffe, vor denen ich sonst nie Angst habe, mir solche Probleme bereiten. Egal, wir können gleich wegspringen. Oh, ich habe meinen netten Zoltan ja gar nicht im Engine-Raum. Das ist natürlich auch blöd. So, jetzt kann ich wegspringen und das mache ich auch. Wir haben nichts bekommen, ist auch egal. Ich will einfach nur weg von diesem Ding. Und... ja, okay, das machen wir noch in der Episode. Meine Güte, was haben die? Haben die einen Teleporter? Nein, haben sie nicht. Okay, jetzt gibt's endlich mal wieder Beam-Action. Sie haben aber eine Drohne, das ist mir egal. Ich gehe jetzt erstmal in den Waffenraum. Die haben eine Menge Leute dort. Aber das stört mich nicht sonderlich. Oh, mein Sauerstoffsystem ist deaktiviert. Das ist natürlich auch gar nicht mal so optimal. Und was schieße ich denn? Genau, auf ihr Schildsystem mit meinem Iron Blast, mit dem... keine Ahnung. Haben sie denn viel... also sie haben ein paar Beams. Aber, naja, ich werde eine Missile werde ich mal investieren, um ihr Schildsystem kaputt zu machen. Und meine nächste Crew kann auch schon mal reinkommen und ich würde sagen, greife ich ihr Cockpit an. Genau. Damit genau sowas nicht passiert, damit nicht zu viel Ausweichchance am Start ist. Und jetzt würde ich sagen, eine Small Bomb auf ihre Map Base ist nötig. Genau. Und der Iron Blast bringt mir hier an der Stelle überhaupt nichts. Leider. Und ich würde sagen, ich packe alle meine Manten mal in ihr Schildsystem. So, denn wenn meine Small Bomb jetzt mal trifft, können die sich nämlich nicht mehr heilen. Und, jawohl, sie ist außer Kraft gesetzt. Wunderbar, und jetzt kann ich ihr Schiff langsam auseinandernehmen. Wunderbar. So, jetzt geht's hier in den Raum und dann sollte sich das auch schon erledigt haben. Und ich habe sehr wenig Schaden genommen. Das finde ich sehr gut. Irgendwie versuchen hier die kleinen Reparierdrohnen was zu reißen, aber da werden sie nicht viel Glück haben. So, wunderbar. 76 Scrap ist gar nicht mal so viel, ja, je nachdem, was müsste ich denn hier machen. Ich würde ja gerne... ich könnte mein Waffensystem mal auf... es wäre auch sinnvoll, eine höhere Ausweichchance zu erreichen. Ja. So, genau, okay. Aber was ich da so mache, erfahren wir, wenn es weitergeht und es wieder heißt, Simon spielt FTL.